Ja, hallo, ihr Lieben. Also, vorneweg erstmal, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Das sage ich am Schluss auch nochmal nach dieser Rede, die ich jetzt halten will, nach dem Sermon. Das Wort zum Sonntag so ungefähr, ja. Morgen ist Silvester. Es gibt kein Feuerwerk, weil es gibt ja auch gar keinen Grund zum Feiern. Passt ja auch irgendwie, ne? Das Jahr 2020 war ja sowas von scheiße und ich glaube, viele sind froh, dass dieses Scheißjahr endlich rum ist. Frage ist halt nur, ob das Jahr 2021 besser wird. Es kann sein, dass es noch beschissener wird, ne? Als dieses Jahr, was jetzt rumgeht, ne? Naja, was soll ich sagen? Ja. Ich habe ja schon alles gesagt. Also es gibt eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass ich hoffe, dass dieser Wahnsinn, in dem wir uns gerade befinden, dass das irgendwann mal vorübergeht. Aber ich sage euch eins, Leute. Die Zeiten sind vorbei. Die alten Zeiten. Stellt euch darauf ein, die werden nie wiederkommen. Was die Musik angeht. Und das ist meine Herzensangelegenheit, ja. Die Musik und alles, was damit zusammenhängt, die Live-Musik und so weiter und so fort. Leute, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Schreibt euch das hinter die Ohren, ihr Musiker da draußen. Ja, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Die Zeiten sind vorbei. Womit ich aber nicht sagen will, dass alles vorbei ist und dass nichts mehr geht. Es wird anders sein, wie, das werden wir sehen, das weiß ich nicht, ja. Aber die alten Tage des Rock'n'Roll, die könnt ihr euch in Zukunft und jetzt auch schon, könnt ihr euch auf YouTube ansehen, wie es mal war. Ja, die ganzen Konzerte, wo die Leute dicht an dicht stehen, ohne Maske. Ja, das waren noch geile Zeiten und die sind vorbei. Ja. Und ich will jetzt auch gar nicht an euer Gewissen appellieren oder an euren Verstand oder an eure Vernunft oder was, so nach dem Motto, wacht endlich alle auf. Das habe ich schon oft genug gesagt, bringt ja auch nichts, ne? Weil die meisten von euch schlafen ja eh nach wie vor und merken nichts, ne? Und meinen, das wäre ja alles völlig in Ordnung. Aber ich will nur sagen, dass eine neue Zeit auf uns zukommt und wir sind gerade in der Umwandlung. Ja? Und ob diese neuen Zeiten dann besser werden oder schlechter, das werden wir noch sehen, das wird sich noch herausstellen. Manche sagen, das Jahr 21, da wird ein positiver Umbruch stattfinden, wo diese ganzen Wichser, die uns das eingebrockt haben, endlich auf die Anklagebank kommen. Ja, das hoffe ich auch. Ja? Ob das so sein wird, schauen wir mal. Ja. Ich bin ja mittlerweile zu einem absoluten Pessimisten geworden. Ja. Seit ich mich mit Politik befasse, bin ich also kein Optimist mehr. Das war ich vorher, bevor ich mich für Politik interessiert habe. Und seit ich also mit Politik zu tun habe und mich eingehend damit befasst habe, bin ich Pessimist geworden. Ja, also Realist besser gesagt. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Pessimist, Realist, weil in diesen beschissenen Zeiten, in die wir gerade leben, in denen wir gerade leben, ist alles möglich. Alles. Und zwar nur Scheiße. Ja. Ich hoffe, dass es sich bald zum Guten wendet. Und wenn nicht, dann ziehe ich mein Ding durch und jeder sollte das auch für sich tun. Ich habe halt nichts zu verlieren. Ja, ich habe kein Geschäft, ich habe kein Laden, ich habe kein Unternehmen und gar nichts. Also ich kann mich da weit aus dem Fenster hängen, mir kann keiner was. Ja? Und die, die meinen, ich hätte sie nicht mehr alle, die können mich mal alle mal am Arsch lecken, weil im Grunde genommen mit solchen Leuten, die ziehen mir am Arsch vorbei. Ja? Aber das habe ich ja auch schon alles gesagt, das muss ich ja nicht nochmal wiederholen. Also, ich wünsche euch trotz allem einen guten Rutsch und hoffe für uns alle, dass die Zeiten sich wieder einigermaßen normalisieren, und zwar, dass die Vernunft, ja, und der Verstand und vor allen Dingen auch Mut und Ehrlichkeit, ja, dass das regiert, ja, und nicht diese Heuchler, Lügner und wie sie da alle stehen und uns regieren und was zu sagen haben momentan, ja,
diese sogenannten Wichser, wie ich sie nenne, dass die an der Macht bleiben. Ich hoffe, dass die bald weg vom Fenster sind und dass wir wieder Mensch sein können. Menschen, ja, einfach nur Menschen. Ja. Zumindest das, ja, sollte wieder so sein. Ja. Und ja, daran glaube ich und ich hoffe, dass es so sein wird. Ja. Und alle, die nicht meiner Meinung sind, die können mich einfach am Arsch lecken. Habt ihr es verstanden? Ihr, die nicht meiner Meinung seid und ihr das nicht genauso seht, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Am besten schmeißt ihr mich gleich aus Facebook raus. Euch brauche ich nicht. Und ihr mich auch nicht. Habt ihr es kapiert? Und die anderen, die mich gut finden und die einer Meinung sind mit mir, die das auch so sehen, ich liebe euch. Es ist schön, dass es euch gibt. Ich bin froh, dass es euch gibt. Und ich hoffe, dass wir das alle unbeschadet überstehen. Von daher, einen guten Rutsch und stay tuned und keep it up. Alright? Over and out.